Ich möchte, dass der Terror zu ihnen kommt. Das ist die Geschichte einer Vernehmung. Der Nazi Stefan Ernst soll den Politiker Walter Lübcke erschossen haben. Ich habe auf Kopfhöhe gehalten und habe abgedrückt. Wir veröffentlichen die Vernehmungsvideos, denn es sind Dokumente der Zeitgeschichte. Wie konnte es so weit kommen? Stefan Ernst steht seit Juni vor Gericht, zusammen mit seinem mutmaßlichen Helfer Markus H. Und er soll den Politiker Walter Lübcke erschossen haben. Das wäre der erste Mord an einem Politiker durch einen Rechtsterroristen in der Geschichte der Bundesrepublik. Juni 2019. Nachts wird der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf seiner Terrasse mit einem Kopfschuss umgebracht. Nun hat vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder Stefan Ernst und einen mutmaßlichen Helfer begonnen. Nur wenige Besucher können den Prozess in Corona-Zeiten mitverfolgen. Wir recherchieren zu dem Fall schon lange und sind jetzt auch hier. Das Besondere, Stefan Ernst hatte schon kurz nach der Tat gestanden. Die Polizei hat alles auf Video aufgezeichnet. Doch das erste Geständnis zieht Stefan Ernst schnell wieder zurück. Dann schildert er eine neue Version der Tat. Und es gibt noch etwas Besonderes. Und wir haben Zugang zu den Videos bekommen, wir haben die zugespielt bekommen. Vielleicht kann man das mal zeigen hier, wie das so aussieht. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus, wie man sich das so aus amerikanischen Crime-Serien vorstellt. Hier, so mit, ich spiele das mal hier irgendwo ab. Da sitzt er und das ist hier sozusagen die Überwachungskamera von oben. Da wird Ernst gerade von zwei Polizisten vernommen. Das ist hier die erste Vernehmung. Mein Name ist Stefan Ernst, geboren 21.09.73 in Wiesbaden. Wohnhaft in Kassel. Ne? Um das Ganze mal zu sortieren, um das zu verstehen. Es gibt die Tat, also den Mord an Walter Lübcke am 1.06.2019. Ende Juni gibt es das erste Geständnis. Und da gesteht er die komplette Tat, auch sagt viel zu seiner Motivation, zu seiner Sozialisierung. Kurz danach widerruft er das Geständnis und es passiert sehr lange nichts, bis er dann ein halbes Jahr später ein zweites und drittes Geständnis macht, das aber, also ist eine Version, eine ganz neue Version der Tat. Doch beginnen wir mit dem ersten Geständnis. Das ist dieses Video hier. Entstanden wenige Wochen nach der Tat. Ohne Anwalt beschreibt Ernst hier ganz genau, wie er sich in der Tatnacht gegen 23 Uhr zum Haus von Walter Lübcke geschlichen haben will. Mussten Sie da über den Zaun? Ich bin durch den Zaun durch. Und unten drunter oder unten? Nee, ich habe ihn runtergetreten und bin so auf mich durchgekommen. Also zwei Litzen, eine oben und eine unten. Bin diese Mauer hochgegangen. Ja. Auf direktem Weg? Auf direktem Weg. Ich hatte die Waffe schon in der Hand. Angelegt. Worauf haben Sie gezielt? Ich hatte den Hahn gespannt. Ich hatte noch nicht angelegt, so wie Sie jetzt meinen. Waffe in der Hand? Waffe in der Hand. Gespannt? Gespannt. Tatentschluss war klar. Bin hin. Geschossen. Gezielt? Ich habe auf Kopfhöhe gehalten und habe abgedrückt. Sie kamen aus der Dunkelheit. Er hat mich noch gesehen. Hat er zu Ihnen geschaut? Er hat meinen Schatten gesehen. Er wollte schauen und in dem Moment ist der Schuss gefallen. Er hat mich wahrscheinlich so nicht gesehen, aber er hat meinen Schatten wahrgenommen. Und dann ist der Schuss gefallen. Die Ermittler bitten Ernst einmal zu zeigen, wie es genau aussah, als er sich Lübcke näherte. Wie weit er von ihm wegstand, als er schoss. Version 1. Stefan Ernst, alleine auf der Terrasse, Walter Lübcke erschossen. Diese Version hat er ja widerrufen, um dann in Anwesenheit seines Anwalts ein halbes Jahr später ein ganz neues Geständnis, eine ganz neue Version zu schildern. Da ist dann alles von der Tat her ganz anders gelaufen, nämlich er hätte gar nicht die Waffe in der Hand gehabt, sondern sein Kumpel Markus H., der auch daneben gewesen sein soll, auch auf der Terrasse, der hätte die Waffe in der Hand gehabt und dann hätte sich versehentlich ein Schuss gelöst. Ganz genau beschreibt er das dann so. Ja, also Herr Lübcke setzte mir auf, merkte mich zuerst. Und dann kam Herr von der linken Seite und Herr Lübcke bemerkte dann auch ihn. Und legte dann die Waffe auf ihn an, spannte den Hahn
Er sagte, beweg dich nicht. Und dann sagte er, so, er wird gezeigt zum Ausfahren. Und dann sagte ich, für sowas wie dich gehe ich jeden Tag arbeiten. Und dann wollte Herr Lübcke sich aufrichten. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Können Sie das mal irgendwie versuchen nachzumachen? Ja, also er saß so im Stuhl. In der einen Hand das Smartphone. Und dann so. Weil er wollte sich richtig hinsetzen. Also kommt wieder hoch, lag oder saß er ziemlich weit hinten, sag ich mal. Okay, dann hat er versucht, sich aufzurichten oder hat sich aufgerichtet. Und dann? Und dann bin ich hin. Dann habe ich mit der linken Hand zurück in den Stuhl gedrückt. Er sagte, beweg dich nicht. Und dann habe ich eigentlich schon überlegt, dass ich halt ihn trete. Und bin dann vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Mal, sag ich mal, das irgendwie besser hinzukriegen. Und dann hat Herr Lübcke sich wieder aufgerichtet, also wollte sich wieder aufrichten und hat geschrien. In dem Moment habe ich dann den Schuss gehört. Ernst soll die Tat auch hier wieder nachstellen. Der Schuss habe sich aus der Waffe in der Hand von Markus H. gelöst. Angeblich wollten die beiden Lübcke gar nicht töten, sondern nur bedrohen. Auf den Wunsch von Stefan Ernst wird die Vernehmung auch in Anwesenheit von einem Ermittlungsrichter durchgeführt. Und der gibt ihm ziemlich klar zu verstehen, dass er ihm nicht glaubt. Da ist irgendwas, passt da nicht vorne und hinten, sage ich mal ganz ehrlich. Also der Fundamentalwiderspruch ist doch, Herr Ernst, das wiederhole ich gerne nochmal, warum Sie sich im Sommer Ihres Mordes selbst bezichtigt haben, obwohl, unterstellt, in Wahrheit ein Unfall passiert ist. Diese Punkte, die Sie heute geschildert haben, überzeugen mich persönlich nicht. Da ist mir zu viel Unklares, kann ich mir schlichtweg noch nicht vorstellen, dass das so war. Die Ermittler glauben Ernst die zweite Version einfach nicht. Sie glauben, dass die erste Version am wahrscheinlichsten stimmt. Und das liegt auch daran, dass der da Dinge schildert, die man überprüfen kann. Zum Beispiel sagt er in der ersten Vernehmung, wo er die Waffen verbuddelt hat, die Tatwaffe und andere Waffen. Und die findet man auch genau dort. Deswegen basiert auch die ganze Anklageschrift oder große Teile eben genau auf diesem ersten Geständnis. Der Markus H., über den Stefan Ernst in seinem zweiten Geständnis spricht, sitzt übrigens tatsächlich auch auf der Anklagebank. Er war wie Ernst lange in der Nazi-Szene unterwegs. Hier zeigt H. den Hitlergruß. Das Foto haben Ermittler auf seinem Handy gefunden. Ihm wirft man Beihilfe zum Mord an Lübcke vor, aber nicht, weil er direkt an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Der Vorwurf ist, er habe Ernst zur Tat motiviert und mit ihm das Schießen trainiert. Also jenseits von der Tat sind in der ersten Vernehmung noch ein paar andere interessante Aspekte drin, vor allem was seine Radikalisierung angeht. Also er beschreibt relativ ausführlich, wie es dann eigentlich zu der Tat kommt. Aber bevor wir vielleicht dazu kommen, noch einen Schritt zurück. Dürfen wir euch den ganzen Kram eigentlich zeigen? Also da gibt es ja vielleicht juristische oder auch moralische Einwände, die man haben könnte. Juristisch ist es ja so, dass die Videos jetzt ja schon in der Hauptverhandlung gezeigt wurden. Also die sind sozusagen öffentlich gezeigt worden. Das ist ja eine öffentliche Hauptverhandlung im Gericht, Gerichtssaal. Sodass es ja jetzt kein, wir greifen dem Gericht jetzt nicht vor. Es ist in der Öffentlichkeit. Ethisch-moralisch sozusagen haben wir ja schon so ein bisschen diskutiert, kann man ja sagen irgendwie. Weil was immer natürlich darüber schwebt ist, das ist ein Rechtsextremist, ein rechtsextremistischer mutmaßlicher Mörder. Bieten wir dem jetzt mit so einem Video eigentlich eine Bühne? Eine Bühne, die er vielleicht auch sucht. Es gibt ja so Vorbilder, sage ich mal so. Der Christchurch-Attentäter aus Neuseeland, der Attentäter von Halle, die alle haben Videos produziert auch von ihrer Tat und wollten auch, dass diese Tat
öffentlich wird und sozusagen Leute, die sehen können. So. Das ist ja jetzt anders bei Stefan Ernst. Genau. Der wollte ja sozusagen, wenn wir davon ausgehen, das stimmt, dass er die Tat begangen hat, er wollte die Tat ja im Verborgenen begehen. Und ich finde auch ein Aspekt ist, dieses Video ist ja nicht entstanden sozusagen durch ihn. Es ist kein Propagandavideo, sondern es ist ein Beweismittel, das ist im Zuge der Ermittlungen entstanden. Ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob jemand seine Tat nach außen projiziert mit einem Video zeigt oder ob wir ein Video zeigen, wo er eben die Tat der Polizei schildert. Wir haben uns dafür entschieden, euch das Video zu zeigen, auch weil es schon jetzt ein zeitgeschichtliches Dokument ist. Denn man kann an der Tat etwas über unsere Zeit und Gesellschaft ablesen, wie aus einem Rechtsextremen offenbar ein Terrorist wurde. Ernst' Karriere als Rechtsextremist beginnt früh. In den 90ern sitzt er wegen schwerer Gewalttaten im Knast. Er hatte unter anderem versucht, einen türkischen Imam umzubringen. Hier ist er 2002 mit NPD-Kameraden in Kassel zu sehen. Der Verfassungsschutz hat eine dicke Akte über ihn angelegt. Die Polizei kannte ihn damals gut. In der Kasseler Nazi-Szene ist er als NPD-Stefan bekannt. Bis 2011. Ab da hatten ihn zumindest die Behörden nicht mehr auf dem Schirm. Er selbst sagt in der Vernehmung, dass er sich auf seinen Beruf konzentrieren wollte, auf die Familie, auf seine Kinder und dass er deswegen auch inhaltlich nicht mehr viel mit der Szene anfangen konnte. Ich wollte ein normales Leben führen. Ich wollte meine Energien, die ich hatte, in meine berufliche Laufbahn stecken, zum Beispiel. Ne? Ich wollte so mein Augenmerk so darauf stecken, mach im Beruf, Karriere, bilde dich fort, mach Meister oder in diese Richtung sollte das gehen. Okay, man kann es ihm glauben, muss man aber nicht. Was man konstatieren muss, ist tatsächlich, er war nicht mehr auf klassischen Veranstaltungen von Nazis. Irgendwelchen NPD-Demos, irgendwelchen Kameradschaftstreffen. Das war vorbei. Er war aber eben auch nicht bei irgendeinem Aussteigerprogramm. Es gibt ja so ganz offizielle Nazi-Aussteigerprogramme. Da war er auch nicht. Er war einfach nur nicht mehr da, wo man normalerweise einen Neonazi sucht. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Also das kennen wir auch aus anderen Neonazi-Biografien, dass die vielleicht mit 20 oder 30 Jahren noch jedes Wochenende auf Demos gehen und bei Gewalttaten dabei sind und dann aber irgendwann Familie, Beruf bestimmender ist. Das heißt aber nicht, dass die dann sozusagen aussteigen, sozusagen ihre politische Gesinnung irgendwie sich ändert. Na, und selbst wenn er sich seiner Familie, seinen Kindern irgendwie widmen wollte, wie kann es sein, dass er 10 Jahre später nachts bei Walter Lübcke offenbar auf der Terrasse steht und ihm in den Kopf schießt? Dieses Thema, sage ich mal, Überfremdung, dieses Thema Ausländerkriminalität, dieses Thema Deutschland ist nicht souverän. Also es ist immer da, es ist da auch bei den Arbeitskollegen, es ist immer da. Ne? Und und ich kann mich da auch nicht von freisprechen, dass mich das auch wieder angesprochen hat. Und 2013 vielleicht ist wieder mehr angefangen hat, mich zu beschäftigen. Durch die Medien, durch die Gespräche mit Arbeitskollegen, durch Gespräche mit allen möglichen Leuten. Ne? Und das hat diese Tür wieder geöffnet, sag ich mal. Ne? Und mit den Leuten, mit denen ich aber vorher zu tun hatte, hatte ich eigentlich keinen Kontakt mehr. Ne? Dann ist Stefan Ernst anscheinend nicht mehr in seinem klassischen NPD-Umfeld, Kameradschaftsabenden oder so unterwegs. Er scheint sich aufzuputschen oder wird aufgepeitscht im Alltag, bei Gesprächen mit Nachbarn, Arbeitskollegen, in seinem privaten Umfeld sozusagen. Aber genau in diesem privaten Umfeld oder mit Arbeitskollegen, da scheinen auch diese rechtspopulistischen Themen, Überfremdung oder Ausländerkriminalität, was er da nennt, irgendwie massiv Thema zu sein. Es war halt wirklich so der Tenor: Merkel will dieses Land zerstören. Merkel hat das Recht gebrochen.
was hier, also ich gebe es jetzt um in meinen Worten, was hier passiert, ist Unrecht und wir werden überflutet mit Ausländern und wir müssen dagegen was machen und da müssen wir was passieren. Wie lange soll das noch so weitergehen? Ernst findet offenbar eine neue politische Heimat bei der AfD. Hier demonstriert er 2018 in Chemnitz mit Markus H. Ernst war kein AfD-Mitglied. Die Partei sagt, sie wusste nicht, dass Ernst ein Rechtsextremist ist. Als die ersten Bilder von Stefan Ernst dann in den Medien kamen nach der Festnahme, haben einige AfD-Mitglieder aus Kassel gesagt, oh, den kennen wir, und sind dann an die Ermittler rangetreten und haben denen gesagt, der war regelmäßig bei AfD-Treffen, manche kannten ihn auch nur von der AfD. Und Stefan Ernst hat nicht nur für die AfD gespendet und war da bei irgendwelchen Treffen dabei, er war auch aktiv am Wahlkampf beteiligt, hat Plakate geklebt und so. Mit seinen Bekannten diskutiert er nicht nur über die empfundene Überfremdung, es geht bald um mehr. Und dann gingen halt auch die politischen Gespräche weiter und das hat sich dann auch wieder bei mir radikalisiert. Mhm. Und dann ging es halt auch irgendwann, ja, wir müssen uns schützen. Wir müssen uns bewaffnen, wir müssen uns schützen für das, was hier eventuell auf uns zukommt. Ne? Dass halt irgendwann das zur Bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt. Ne? Ausgelöst durch was, nach Ihrer Vorstellung? Ausgelöst dann halt durch diese in unseren Augen sehr stark empfundenen Einwanderung. Das heißt, wir reden jetzt, was ja vor, also 2015, Sie haben jetzt. Nee, das war noch nicht so, sagen wir 2014, 14. Kurz vor 2015, das war so diese Zeitspanne. Einwanderungspolitik, Flüchtlingspolitik, genau. Ja. Und dann halt auch diese Kriminalitätsfälle, die halt immer wieder bekannt wurden. Mhm. Ja. Und wir Deutsche, wir müssen was dagegen tun. Wir müssen, du siehst, was da passiert. Und das Mindeste, was wir machen können, ist, dass wir uns bewaffnen und auf den Tag vorbereiten. Er bereitet sich vor, er bewaffnet sich und er ist da offenbar dann wieder in diesem rechtsextremen Wahn drin. Und mit diesem Mindset geht er dann Ende 2015 nach Lohfelden bei Kassel zu einer Bürgerversammlung. Dort geht es um die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft. Es spricht Walter Lübcke als Regierungspräsident dafür zuständig. Solche Veranstaltungen gab es damals viele. Rechtsextreme störten Lübcke immer wieder, riefen Parolen wie Scheiß Staat. In Richtung dieser rechten Hetzer, die sich unter das Publikum gemischt haben, sagte Lübcke dann: Da muss man für Werte eintreten und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das ist Verschwinde! Hier hört man gerade übrigens Ernst, wie er ruft, verschwinde. Sein Kumpel Markus H. hat das Video aufgenommen und hier auf YouTube damit den Hass auf Lübcke befeuert. Also richtig aufgebracht, also richtig emotional aufgeladen, ne? So was. Ne? Ich war fassungslos und ich hatte das zu dem Zeitpunkt, also ich konnte das erstmal, das Video kennen, da ist ja jemand, der ruft im Hintergrund. Ich glaube es nicht. Hm? Das war ich. Das waren Sie angerufen. Hm? Und dann habe ich auch gerufen, verschwinde. Ne? Und also ich war fassungslos. Ja, anders kann ich es halt nicht beschreiben. Ne? Haben Sie sich da schon irgendwas überlegt? Nein. Also was Sie tun könnten? Also ich sage mal, in diesem Moment war er bei mir auch ein Schirm. Inwiefern? Führen Sie das bitte aus. Dass ich erstmal wusste, wer das ist und ich angefangen habe, Ich habe halt einen Hass bekommen. Hass. In den folgenden Jahren gibt es dann immer wieder politische Ereignisse, die Stefan Ernst radikalisieren. Und das sieht er immer vor der Folie Walter Lübcke. Der sei der Schuldige, der sei irgendwie dafür verantwortlich. Ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, es gibt so diese Schlüsselerlebnisse, die ich dann hatte.
wo langsam dieser Gedanke in mir hochgekommen ist, dass nicht bezogen auf den Halubke, sondern dass man irgendwas machen müsste. Die Kölner Silvesternacht 2015-16 empfand er offenbar als solches Schlüsselerlebnis. Damals kam es zu sexuellen Übergriffen, vorrangig von Menschen mit Migrationshintergrund. Wie kann das sein, dass das hier in deinem Land passiert? Diese Erniedrigung, dieser Kontrollverlust, der hier stattfindet, was geht hier ab? Das haben wir alles in der Politik zu verdanken. Das haben wir diesen Leuten zu verdanken. Das haben wir auch, ich weiß nicht, ob ich damals an der Lübcke gedacht habe, das haben wir auch solchen Leuten zu verdanken, das haben wir Merkel zu verdanken. Was ihn weiter radikalisiert in den Jahren vor der Tat sind islamistische Anschläge. Da guckt er sich Videos massenhaft an, das erzählt er zumindest in der Vernehmung. Jedes Video, was er finden kann, wie im Rausch. Zum Beispiel von dem Anschlag in Nizza. Ein Islamist ist 2016 mit einem LKW in die Menschenmenge gerast und hat 86 Menschen ermordet. Auch Videos dieses Anschlags erwähnt Ernst in seiner Vernehmung. Dieser Anschlag in Nizza. Im LKW. Es ist nicht das einzige Mal, dass Ernst während der 4 Stunden in Tränen ausbricht. Was uns auffällt? Es scheinen vor allem die Schlüsselerlebnisse zu sein, die ihn rühren. Auch wenn er sich am Ende für den Mord entschuldigen wird, so weint er vor allem dann, wenn es um Ereignisse geht, die ihn radikalisiert haben. Ich hätte es nicht tun dürfen. Aber diese... Diese Bilder und diese Videos, die dann im Netz kursiert sind. Von den Leichen. Von den Schreien. Ich habe sie mir immer wieder und immer wieder angesehen. Ich musste sie mir ansehen. Und ich denke mal, spätestens seit diesem Anschlag in Nizza, habe ich den Entschluss gefasst, den Herrn Lübcke was anzutun. Er besorgt sich die Adresse von Walter Lübcke, fährt zu dessen Haus, kundschaftet das Haus und die Gegend da aus. Und deswegen weiß er auch, am 1.6. ist in der Nähe von Walter Lübckes Haus Kirmes, also ein großes Volksfest. Und offenbar hat er sich dieses Volksfest diesen Tag ganz genau ausgesucht, um Walter Lübcke zu ermorden. Bei mir war das so, ich dachte, guckst du dir alle an. Guckst du dir an, die feiern da. Für dich scheint die Welt in Ordnung. Und ich dachte so, um uns herum sterben doch die Leute. Ich möchte, dass der Terror zu ihnen kommt. Stefan Ernst wollte offenbar den Terror in die Bevölkerung tragen. Also eigentlich so wie andere Terroristen auch. Bei ihm ist nur interessant, dass er zwar eine lange Nazi-Karriere hatte in der organisierten Nazi-Szene, aber zum Schluss die Radikalisierung passierte eigentlich im bürgerlichen Milieu, passierte im Rechtspopulismus. In der Anklage notieren die Ermittler, Ernst gelangte unbemerkt auf das Grundstück Lübkes und schlich sich an diesen heran. Dann gab er, laut Anklage, aus kurzer Distanz einen gezielten Schuss auf den Kopf Lübkes ab.
Zur Veröffentlichung dieses Videos läuft der Prozess noch. Über den genauen Tathergang und die Schuld von Stefan Ernst und Markus H. wird das Gericht erst am Prozessende entscheiden. Das war ein Film im Rahmen des Schwerpunkts Extremismus von Funk. Und wenn ihr mehr dazu sehen wollt, dann gibt es extra eine Playlist dazu. Und besonders empfehlen wir euch ein Video von den Kollegen von True Doku. Da geht es um die Opfer des Anschlags von Halle.